Und damit herzlich willkommen zurück zu WWE 12. Ja, wir waren beim Thema, wie sich der Fadi verändert hat. Sagen wir es mal so. Ja. Ich finde, er hat sich wieder gefangen und fertig. Man sollte nicht auf seiner Vergangenheit rumhalten. Fertig aus. So. Kommen wir eigentlich zum nächsten Fakten. Warte mal, ich muss mal kurz meine Seite wieder öffnen, damit ich. Ja, ist doch ein bisschen abgehakt. Auf jeden Fall. So. Ich war bei seiner In-Ring-Karriere, wann er angefangen hat. 1993, aber. Auf jeden Fall, er hat eine Ringerfahrung von satten 20 Jahren. Ist in dem Business gar nicht mal so verkehrt. Jemand mit so einer langen Erfahrung, den nimmt man schon öfters mal gerne irgendwo. Da würde jede Promotion wahrscheinlich sagen, ja, den nehmen wir gerne. Weil er weiß, was er da macht und er kann auch so weit einschätzen, wie das alles so abläuft in den Bereichen. Er weiß quasi, wo der Hase läuft, gut deutsch gesagt. Wow! Okay. Er ist ein Spot-Wrestler hier, keine Ahnung, was das bedeutet. So, warte mal. Sein Wrestling-Stil, genau. Er fängt quasi den Spot der Zuschauer ein. Er posiert, glaube ich, ist das. Ja, genau, so was ähnliches, aber. Also, kann man so nennen, denke ich mal. Ich kann ja für die nächste Folge mal googeln, das dann nochmal genauer erläutern. Jetzt lass mich in Ruhe, Booker! Mensch. Lass mich in den Ring. Komm rein. Und zack. Naja, auf jeden Fall, er ist Spot Wrestler und Highflyer. Oh, was haben wir denn da? Natürlich kommt er wieder dazwischen hier. Drecksack. Natürlich hat unser Kollege Jeff Hardy auch sehr, sehr viele Spitznamen. Also viele nicht, aber er hat so einige. Oh, was haben wir denn da? Unser Jeff Hardy. Also unser Triple H. Na? Eigentlich der beste Freund von Kevin Nash. Also nicht der Freund von Kevin Nash. Und ist doch gegen Jeff. Oder? Nee. Hab ich jetzt nicht genau gesehen, weil ich gerade so ein bisschen auf Cage Match geguckt habe irgendwo. Ich glaube aber eher, Triple H hat. You know, Kev, I knew when you asked me to put in a word for you at the board of directors that I was sticking my neck out for a buddy. But I never thought you'd take it this far. So friendship or not, click or not, WWE is my family. And at this point in my life, that means more to me than this. So here's the thing, Kev. You're out. Das höre ich doch gerne. I'm the new general manager of SmackDown and Raw. And as for your little plans and elimination chamber, das hören wir doch gerne. I'll let you know more this Sunday. But one thing you should know, Kev, is as for the elimination chamber, you're still one of the participants. And Kev, that's just two.
So, das hört man doch gerne, ja, die Ankündigung von unserem Hunter Hearst Helmsley. Hunter Hearst Helmsley. Übrigens auch ein genialer Kerl. Auf jeden Fall, ja, Jeff Hardy Spitznamen. Ja, Elimination Chamber geht los, wunderbar. Ja, Jeff Hardy hat viel gesagt, das haben wir schon so oft gesagt. Ja, heißt unter anderem Extreme Enigma, was, oder man nennt ihn so, was mich natürlich nicht verwundert, bei den Aktionen, die er so manchmal so zeigt, gezeigt hat, in der WWE und so, überall. Vor allem aber auch The Charismatic Enigma, was natürlich... Ja, auch zutrifft, weil es ist, er hat Charisma, das ist es einfach, ist einfach, ist, oh, ich bin drin, ich bin gleich im Match drin, wunderbar. Bevor Kevin Nash auftaucht, okay, wollen wir mal hoffen, dass ich das schaffe. Jacob Cass and the legendary Booker T are the first two competitors. This match was originally going to feature four of Nash's competitors, but as we saw Monday King, a returning. Oh, ich denke mal, ich muss das so machen, bis da irgendwie der Anzeiger drüber ist. Oh yeah, Triple H ousted Nash's general manager. Weil willst du das sonst bitte schön machen? Das ist der Pin, kann ich ihn schon mal gar nicht, deswegen. Anders hätte ich das gar nicht erwartet, so. Komm. Ja, auf jeden Fall machen wir mit Spitznamen weiter. Charismatic Enigma, weil ja, er hat halt Charisma und so weiter. Ja, das zeichnet ihn halt viel. Das zeichnet ihn halt aus. Die Fans lieben ihn einfach. Sagen wir es mal so. Weiter geht's. Er heißt. Hier steht zum Beispiel noch The Rainbow Haired Warrior. Wenn ich mir so seine Frisuren so ansehe, könnte das schon zutreffen. Jetzt geh endlich mal down. Ach. Jacob Cass is all fired up. Well, Jacob Cass does it. Nee, schieb es. Here comes Sheamus. Ah, jetzt geht's. Warte mal. So. Auf jeden Fall The Rainbow Haired Warrior. Passt! Au, scheiße. Wo, oh, scheiße. Auf jeden Fall, weiter geht's. The Ultimate Risk Taker. Yeah! Jetzt kommt. War klar. Was soll ich zu dem Spitznamen sagen? Der Ultimate Risk Taker, ja. Passt. Er geht viel Risiko ein. So einfach ist das. Mysteriöser Gegner. Stimmt, der Kasten ist leer da drüben. Und da kam Sheamus garantiert nicht raus. Na dann, ne? Wollen wir das mal tun, ne? Was das Spiel von uns verlangt. Weiter geht's. Noch ein Spitzname von ihm. Warte. Der Antichrist of Professional Wrestling. Kann ich jetzt leider nicht sagen, warum, aber... So, insoweit kenne ich mich auch nicht wirklich aus, aber... Ich denke mal, das wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben.
klingt aber cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall hat er hat natürlich auch wie jeder andere Wrestler gewisse Trademark-Moves oder Moves, die ihn quasi auszeichnen, auf gut Deutsch gesagt. Ich hab schon wieder auf gut Deutsch gesagt. Jetzt lass mich in Ruhe, Kev! Win Nash. Bam! Bam! Auf jeden Fall seine Moves, die ihn auszeichnen. Es sind unter anderem die Swarton Bomb, die wird wohl, denke ich mal, jeder kennen, ne? Und jeder wahrscheinlich auch lieben, jeder Jeff Hardy-Fan. Genauso wie ich. Dieser Move ist einfach genial. Oh, Edge kommt. Okay, auf jeden Fall, dann haben wir den Twist of Fate. Kennt, denke ich mal, auch jeder Jeff Hardy-Fan und jeder Wrestling-Fan kennt wohl den Move an sich auch. Wurde auch unter anderem von Matt Hardy verwendet und vielen anderen. Aber wahrscheinlich Jeff Hardy hat ihn quasi zu dem gemacht, was er heute ist. Hätte ich gesagt. Ui, ui. Oh, scheiße, das hat weh. Ui. Aber warum gerade Ray? Irgendwie. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Soll ich dazu jetzt irgendwas sagen, ne? Soll ich dazu kann man einfach nicht mehr sagen, weil es einfach. Ja. Ray ist ein Verräter. Ich bin gerade eine Stunde noch weiter zu machen. Und gleich noch das Gleiche. Cut. Und das noch durchgehen. Down. Okay, mache ich das hier noch zu Ende. Ja, noch ein Move von ihm ist der sogenannte Whisper in the Wind. Das sind jetzt erstmal so bekannte Moves von ihm. So richtig bekannte, die jeder kennen müsste. Ich habe gerade einen Nieser in der Nase, der kommt nicht raus. Ja, hier steht noch unter anderem der 450 Splash. Irgendwas mit Grad steht, oder weiß ich jetzt nicht, wie das auf Englisch heißt. Und ich will nicht 450 Grad Splash sagen, das klingt scheiße. Auf jeden Fall den Move. 450 Splash. Und den Pear Tree in Motion. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Ja, okay. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal und gucken, ob ich noch ein paar Fakten über den Jeff herausfinde. Bis dahin, ciao.